Guten Morgen, liebe Gemeinde, herzlich willkommen auch von mir in diese Familiengottesdienst. Es ist so schön, dass alle Tische besetzt sind und dass es auch noch Leute darum herum sind. Es ist einfach genial. Dankeschön für alle, die heute da sind. Es gibt Personen in der Bibel, die einem besonders sympathisch sind. Personen, mit denen man sich total identifizieren kann, die einen irgendwie ansprechen. Genau so ging es mit mir schon immer mit Petrus. Ein faszinierender Typ, weil er so ganz und gar menschlich war. Ständig schwankte er zwischen Selbstüberzeugung und scheinbar völligem Versagen. Oft hat er den Mund so voll genommen, große Töne gespuckt und musste hinterher rückrudern. Aber wenigstens rüderte er. Wer nichts tut, kann auch nichts falsch machen. Dieser Petrus, der denkt in vielen Situationen nicht lange nach, sondern er redet und versucht. Und genau das macht ihn für mich so authentisch, so echt und dadurch auch so liebenswert. In ihm zeigt sich so herrlich die manchmal krasse Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, vor allem im Glauben, zwischen Sehnsucht und Realität, zwischen Himmel und Erde. Alles für den Herrn und dann zu erkennen, dass er eigentlich nur alles vom Herrn erwarten kann. Mir persönlich sind solche Typen, die manchmal ihr Herz sprechen lassen und dann später vielleicht eine Fehlentscheidung eingestehen müssen, ehrlich gesagt, lieber als die Menschen, die sich überhaupt nichts trauen, weil sie genau davor Angst haben, vor sich, anderen und Gott eingestehen müssen, dass sie etwas nicht richtig oder nicht gut gemacht haben. Und wenn sie das dann noch auf den Glaube bezieht, dann könnte es sein, dass andere Leute an meinen Glauben, an meine Liebe zu Gott zweifeln. So wie uns das immer wieder bei den Petrus-Geschichten passiert. Wir urteilen schnell, dass Petrus so oft scheitert, weil er es gar nicht mit Gott ernst nimmt. Aber wir vergessen dabei immer, dass er es ist, der was tut. Natürlich ist er manchmal schnell. Natürlich ist er manchmal schnell und unüberlegt mit seinem Mundwerk. Aber ich glaube, dass es in dem Moment wirklich aus seinem Herz kommt. Und er versucht, das Gesagte in der Tat umzusetzen, was dann aber nicht unbedingt klappt. Es fängt an bei dem letzten Abendmahl. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr werdet euch alle von mir abwenden, noch in diese Nacht. Denn so steht es in der Heiligen Schrift: Ihr werdet den Hirten töten, und die Schafe seiner Härte werden auseinanderlaufen. Aber nachdem ich von Tod auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus widersprach ihm: Auch wenn sie sich alle von dir abwenden, ich werde es ganz bestimmt nicht tun. Jesus antwortete: Amen, das sage ich dir. In dieser Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Darauf sagte Petrus zu Jesus: Sogar wenn ich
mit dir sterben muss. Ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Das Gleiche sagten auch die anderen Jünger. Hier spricht die Überheblichkeit des Glaubenden, die Einfaltigkeit des allzu Überzeugten. Und die muss von Gott korrigiert werden. Deswegen ruckt Jesus das Verhältnis zwischen ihm und Petrus ein bisschen zurecht, indem er sagt, Petrus, du traust dir ein bisschen zu viel zu. Und wenn ich dir sage, dass das passiert wird, dann glaub mir doch bitte, ich bin mehr als nur ein Mensch. Aber er setzt noch einen drauf, in den er behauptet, sogar mit Jesus zu sterben, wenn es nötig sei. Spannend finde ich hier, dass im letzten Nebensatz erwähnt wird, dass auch alle anderen Jünger das Gleiche sagten. Wenn das stimmt, dann war Petrus gar nicht der große Angeber, der dann hinterher versagt hat. Sondern dann war er vielleicht der Einzige, der seine Behauptung auch Taten folgen lassen wollte. Denn er war immerhin mit zum Palast des Hohepriesters gekommen. Aber wo waren die anderen? Lassen wir uns zugehen in die frühe Morgendämmerung des Kreuzigungstages, in deren dunkelste Stunden, als die Sterne verblassten und der erste Lichtschein noch nicht den Himmel färbte. In die Stunde der Sklaven und Mägde, die schon in aller Frühe ihre Arbeit beginnen mussten. In die Stunde der Wächter und Soldaten, die ob Tag oder Nacht argwohnisch nach Unruhestiften spähen. In die Stunde der Ruhelosen, die ihr Gewissen quält oder ihr Leid plagt, da sie keinen Schlaf finden. Vor allem das eigene Versagen, gekrönt von angekündigten Hahnenschrei, als der erste Lichtschein des neuen, des schrecklichsten Tages der Welt von Dunkel ins Dämmern taucht. Jesus hatte es vorher gewusst. Jesus hatte es vorher gesagt. Ohne Vorwurf, ohne Warnung, ohne Bitterkeit. Einfach so als Tatsache. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das Selbstbild des Petrus ist in 1000 Scherben zerbrochen. Was bleibt, ist die Erkenntnis der eigenen Schwäche. Feigheit, Treulosigkeit. Das Wissen, dass diese Worte, ich kenne den Mann nicht, nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wie alle Worte, mit denen Menschen durch alle Zeiten andere verraten, verleugnen, verletzt, verurteilt, verhohnt haben. Petrus kann wenigstens weinen, kann zu dem stehen, was er gemacht hat und macht nicht alles noch schlimmer durch Selbstentschuldigung nach dem Motto, ich konnte doch nicht anders. Man hatte mich doch auch verhaftet. Petrus weiß, dass Selbstentschuldigung nur Selbsttäuschung wäre. Er steht zu dem Scherbenhaufen seines Lebens und weint darüber. Was Petrus noch nicht weiß, dass in den kommenden Stunden etwas geschieht, das ihn die druckende Schuld von der Seele nehmen wird, die Scherben wieder kitten wird
und ihnen eine neue Lebenschance eröffnet. Jetzt aber erlebt Petrus erstmal seinen persönlichen Karfreitag. Die druckende Schuld, die verzweifelnden Tränen, die lähmende Angst, den zerrüttenden Selbstzweifel. Die Hahnenschrei wird ihm in den Ohren klingen, bis Jesus ihn erneut anspricht. Habt ihr auch schon einmal euch distanziert von das, was euch eigentlich wichtig oder sogar lieb ist? Habt ihr auch schon einmal geschwiegen, wo Position beziehen gefragt war? Vor einem Menschen? Vor einer Überzeugung? Oder gar wie Petrus gelogen, um den eigenen Hals aus der vermeintlichen Schlinge zu ziehen? Aus Angst? Aus Scham? Aus Bequemlichkeit? Aus Egoismus? Wir Menschen sind so, obwohl es nicht zu unserem Selbstbild passt. Wohl dem die wenigste ehrlich zu sich selber ist, den Scherbenhaufen sieht, den er angerichtet hat, der das Kreuz sieht und erkennt: Ja, ich habe auch meinen Teil dazu mit beigetragen. Nur wer durch die dunkle Tiefe diese Selbsterkenntnis geht, erlebt den Wert einer Vergebung, die wir uns nicht selbst zusprechen, sondern nur empfangen können. Das eigene persönliche Ostern, nicht auf das Versagen festgelegt zu sein, sondern neu anzufangen, weil Jesus mir das für dich zuspricht. Vom Kreuz her, vom leeren Grab her, von offener Himmel herab. Ja, Petrus war sicherlich nicht immer besonders weise im Umgang mit seinen Worten. Aber bei ihm ging es niemals um Heuchelei. Er hat diese Dinge nicht gesagt, weil er dachte, dass Jesus sie hören wollte. Er hat Dinge gesagt, weil es sein großer Wunsch war, seinem Herr Jesus immer nah zu sein und ihm immer beizustehen. Vielleicht hatte er sich einfach nur anders ausdrücken müssen. Vielleicht hatte er "Ich will" statt "Ich werde" sagen können. Jesus, ich will immer bei dir sein. Ich will mit dir sterben, wenn es sein muss. Das wäre ehrlich gewesen, ohne dass Petrus sich etwas auf seine eigene Stärke eingebildet hätte. Ich will auch gerne mehr für den Klimaschutz tun. Ich will meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ich will jeden Tag mit Gott leben. Das Wollen ist sicherlich eine Grundvoraussetzung für das Tun, aber eben keine Garantie dafür, dass das automatisch geschieht. Dafür passieren zu viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht planen oder vorhersehen können. Und nicht ohne Grund erbitten wir Gottes Segen für unser Wollen, weil er mit Sicherheit die Kraft hat, die uns manchmal fehlt. Geliebten, wenn ich mitbekomme, dass irgendwer irgendwas Schlimmes getan hat, dann versuche ich, innezuhalten, bevor ich selbstsicher und von mich selbst überzeugt verkünde: Also das werde mir nie passieren. Ich kenne selber die Wut,
die Selbstverachtung, die Scham, die Trauer über den eigenen Versagen. Und deshalb weiß ich, dass Menschen vor Sachen, von denen sie behaupten, das würde ich nie tun, besonders auf der Hut sein sollten. Und das ist etwas, das Petrus auch erkennt. Er wollte Jesus nie verlassen, hat gesagt, er würde es nie tun und fängt an zu weinen, bitter zu weinen, als er sich selbst und sein Versagen erkennt. Diese Erkenntnis, dass eigene Stärke nicht ausreicht, kann unglaublich schmerzhaft sein. Aber das Wissen und Spüren, dass Gott uns mit seiner Kraft stärkt und aufrichtet, wenn wir nicht mehr können, das ist einfach wunderbar. Die unglaubliche Liebe Gottes spüre ich besonders dann, wenn ich erkenne, dass Gott mich weiterhin hält und festhält. Er hält mich in seinen Armen und steht nicht da mit erhobenen Zeigefinger. Das ist die Gnade, die wir annehmen und genießen dürfen, selbst wenn wir Gott täglich in den Rücken fallen würden. Geschichten wie diese sind wichtig, denn sie zeigen uns, wer wir sind und wer Gott ist. Sie zeigen uns, was es bedeutet, dass Gott zu uns gekommen ist und dass er alle Schuld, all unsere Fehler, all unsere Versagen auf Kreuz auf sich genommen hat. Petrus konnte sagen, obwohl ich mich öffentlich von Jesus distanziert habe, hält er mir, vergib mir, sprich mich frei und beendet die Beziehung nicht. Und das gilt auch für uns, hier und jetzt. Glaube ist kein Werk, wie wir vor Gott dastehen, entscheidet nicht daran, wie wir gehandelt haben, was wir Gott vollbracht haben. Es geht nicht darum, auf dem Spielfeld die meisten Tore zu erzielen und am Ende zum Spieler des Jahres gewählt zu werden. Es geht für uns getaufte Kinder Gottes, nicht darum, um einen Listenplatz im Himmel zu verdienen, indem ich ein fleißiger Soldat für die Sache Jesu bin. Es gilt vielmehr darum, dass ich als geliebtes Kind Gottes entdeckte, was ich durch Gottes Gnade bin, zum freudigen Dienst für Gott befreit. Freudig kann ich diesen Dienst deshalb machen, weil es der Herr ist, der uns in Liebe zugewandt ist. Es kommt nicht darauf an, vor Gott eine gute Figur zu machen. Was mich besser macht vor Gott, so erinnern uns die Reformatoren, hat Gott längst am Kreuz getan. Es geht vielmehr darum, Gott die Ehre durch mein Leben zu geben. Christsein geschieht immer unter dem Kreuz, aber im Licht von Ostern. Und eins ist deshalb sicher: Jesus macht mit uns weiter, auch dann,
wenn wir mal wieder einen Scherbenhaufen ausgerichtet haben. Denn das gilt unter alle Umstände. Jesus steht zu seiner Liebe zu uns. Amen.